Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit dem Boss Reigns. Sid Reigns, wenn ich mich recht erinnere. Auch eine C und ziemlich heftig, werdet ihr noch sehen. Nicht mal ganz davon abzusehen, dass er von der Stärkerate genauso wie Batanda ist. Ich glaube, das ist jetzt ein Standard-Endgegner mit Stagger-Rate. Oh, Combat Klinik kommt schon. Das schaffen wir. Ja, Paradigm Shift. Jetzt ist er im Sentil. Wir müssen einen Stagger noch reinhauen. Schaffen doch noch einen Stagger. Kommt, Leute. Nach dem Angriff mache ich nochmal Dings. Diversity. Sid Reigns, this is where you fucking freaking die. Ich benutze heute sehr viele Wörter wie fucking oder so. Das ist scheiße fucking awesome. Auf die Weise werde ich ihn nicht staggern. Versuchen wir es einfach. Auch wenn es nur gleich stirbt. Ja, er ist wieder im Sentier. Und macht gar. Aber das ist doch nichts Schlechtes. Ach, wir machen mal kurz Diversity. Und jetzt gehen wir wieder weiter. Ich gehe aus seiner Garde raus. Wechselt er überhaupt noch Paradigms? Mein Gott. Kira, nein. Ich hätte erst Hope geheilt an der Hauptstelle. Macht er doch eigentlich immer. Komm, wir machen jetzt nochmal 3 Sekunden Combat Klinik. Ja, das werden wir erst 3 Sekunden. Hope hat natürlich wieder sich selbst geheilt. Sollte er ja eigentlich auch. Also was mecker ich. Aber rein schon geheilt. Ja, heil dich doch. So, jetzt legt er langsam los. Bevor ich eigentlich... Boah, seht ihr das? Gut, dass ich einen Stagger vorgearbeitet habe, bis er zu dieser Form kommt. Wieso? Ganz einfach, es ist besser, wirklich. Ich habe die Erfahrung schon gemacht, es ist besser so. Komm schon, den Stagger, hauen wir ihn doch noch locker rein. Ich weiß, es ist nicht so leicht. Inga. Der soll ficken gehen. So, scheiß Inga. Haupt, du Arschloch! Just like that. Ja, einfach so, weil Hope es nicht geschissen kriegt. Das macht mich freaking damn sauer. Oh, ich habe auch kein Kristallium gemacht. Das ist selbst schuld. Ja, ich habe schon lange kein Kristallium gemacht. Oh nein, ich setze keine neuen Rollen für sie ein. Ist mir scheißegal. 50 HP. So wenigstens Reigns ein bisschen besser überleben. Wenn ich neue Paradigm-Rollen für sie mache, die ihnen nicht gehören, dann passiert nur eins, nämlich, dass ich sehr viele Kristallpunkte verschwende. Für etwas, was einfach nicht so sein muss. Da hole ich viel weniger raus. Santil zum Beispiel nicht. Ich erkenne das an den Level, welches Paradigm dabei war. Das sind auch die Paradigms, die Charaktere einfach benutzen sollen, und damit bin ich auch einverstanden.
des HPs gehen. Tja. Hier gibt's gerade nichts mehr zu holen. Nein, die ist doch keine Synthesis. Machen wir. Noch 20 HP. Okay, jetzt switchen wir. In diesem Part werde ich noch irgendwas kämpfen, ich weiß nicht. Na, mal gucken, du. Smite! Lohnt Smite! Tja. Lizarra! Bizarre! Kann Lizarra. Nein! Die direkt untereinander stehen. Ein